Hello. Barsha? Barsha is after Emmelsmann. It's at the same time. So, ein Live vom Beach. Ich suche mir gleich einen weniger windigen Ort, aber ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wo ich hier bin. In Elguna. An der KBC Halbstation. So, jetzt aber. Hallo, hallo. Ja, ich gehe gerade hier auf die Terrasse. Nehme euch ein bisschen mit. So, jetzt geht's wieder. Gute Aussicht, guter Empfang, guter Wind. Jetzt gerade hier noch Kaffee trinken. Live-Video für euch machen, bevor es dann aufs Wasser geht. Guten Morgen! Schau mal, ein Traum für die Kitesurfer, Windliebhaber unter euch. Schaut hier mal, mega schön. Wahrscheinlich flattert es ein bisschen hier, mein Ton. Aber gehe jetzt gleich zurück, ein bisschen in den Windschatten. So. Genau. Ich habe ja geschrieben, die Welt braucht dich als Heiler. Heilen, das heißt eben ganz sein. Auf Englisch whole, oder? Whole, perfect, complete. Und es fängt alles in unseren Köpfen an. Wir sind so, so machtvoll. Und es ist einfach die Wahrheit, so wie Neville Goddard sagt, your imagination is God. Es ist einfach so, was wir uns vorstellen, das erschaffen wir in einem Seinszustand. Alle Dinge, die es gibt, die du sehen kannst in außen, hat sich zuerst irgendjemand vorgestellt. Zuerst hatte jemand eine Vorstellung davon, wie ein Auto sein muss. Überleg dir das mal. Als das Auto erfunden worden ist, gab es einfach zuerst nur mal die Vorstellung, bevor dieses Auto erfunden war. Die Vorstellung, wie es sein soll, die Vorstellung, wie es sich anfühlen soll, die Vorstellung, was wir damit machen wollen. Und dann haben Menschen diese Vorstellung in die Realität gebracht. Und das ist so wichtig zu verstehen, wie dieser Schöpfungsprozess von allem, von jeder Beziehung, die du gelebt hast, hattest du erst eine Vorstellung. Und die Sache ist die, diese Vorstellungen, die wir haben, die sind uns meistens nicht bewusst. Wir haben unbewusste Vorstellungen. Unsere Vorstellungen sind begrenzt von Werten. Und diese Werte, die wir haben, die erlauben uns gewisse Vorstellungen. Und diese Werte, zum Beispiel Sicherheit, ja, wir haben einen Wert von Sicherheit. Wir haben die Vorstellung, wie wir ein sicheres Leben führen können. Und innerhalb von diesen Werten, innerhalb von dieser Vorstellung, können wir uns Lebensmodelle vorstellen. Und wir können uns keine Lebensmodelle vorstellen, wenn wir weiterhin darin verharren, wie es sein kann. Wie kann es sein, dass ich ein sicheres Leben führe? Wie kann es sein, ich muss diesen und diesen Job machen, ich brauche diese und jene Anstellung. Und dann kann es für mich sein, dass ich ein sicheres Leben führe. Und dann bist du schon in einer Box. Ja, Dr. Joe Dispenza, der spricht ja auch immer von diesen Boxen und er macht diese Box-Meditation. Und wir sagen ja auch immer, out of the box. Und es ist, die Box ist deine Vorstellung. Es ist einzig und allein deine Vorstellung. Und jetzt in Bezug auf Heilung, es ist genau das. Kannst du dir vorstellen, dass alleine durch deine Vorstellung Heilung entsteht? Kannst du dir vorstellen, dass eine heile Welt entstehen kann, nur weil du in dieser Vorstellung verharrst, während du außen im 3D in deiner Reflexion
etwas Unheiles siehst, kannst du gleichzeitig in dir die heile Welt spüren. Kannst du gleichzeitig in dir an die heile Version unserer Welt glauben, während du Unheil siehst. Und das ist Transformation und das ist Heilung. Dass du dich nicht an der Reflexion des Spiegels festhältst und meinst, die Reflexion ist eingehämmert, eingemeißelt, sondern dass du hingehst und weißt, dass wenn du dich selber veränderst, sich die Reflexion im Außen auch verändert. Das heißt, wenn du selber in dir mehr und mehr die heile Version deines Körpers, deiner Welt, deiner Beziehung sehen kannst, dir erlaubst es zu sehen, obwohl dein Spiegel noch nicht das zeigt, dann trägst du bei zu jeglicher Heilung. Und hier deinen Verstand dahin zu bringen, nicht zu reagieren, nicht zu sagen, es ist doch scheiße, es ist doch alles scheiße, schau doch mal, sondern drüber hinaus zu wachsen, drüber zu stehen und das Neue zu sehen, während das Alte noch sichtbar ist. Das ist Heilung. Das ist unsere wahre Power. Wir können das. Wir können das. Es ist wirklich für uns vorgesehen, dass wir das erkennen, dass wir uns über das, was wir mal kreiert haben, was wir mal realisiert haben, drüber hinwegsetzen und sagen, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich etwas anderes realisieren. Und das lernst du, diese Basics, wie das funktioniert, wie du deinen Verstand, deine Vorstellungskraft nutzen kannst, um zu heilen und zu transformieren. Körper, Beziehungen. Deine Geld, deine finanzielle Situation, deine Lebenssituation, alles hast du mal kreiert auf Basis deiner Wertevorstellungen in deiner Box. Jetzt kreierst du dir eine neue Box und in dieser neuen Box sind andere Dinge vorhanden. Nur musst du dir das erlauben, dass du einfach eine Realität mit der anderen ersetzen kannst. Während es keiner sieht, diese neue Realität sieht keiner außer dir. Und wenn du sie lange genug siehst, kann sie jeder sehen. Und es ist so wunderbar, in diese Kraft, in diese Power von unserer Vorstellung einzutreten und sie zu nutzen. Und wir sind heute, jetzt, in diesem Leben aufgerufen, das zu lernen, das zu tun. Und ich bin super, super dankbar, dass ich diese Arbeit, diese Vorarbeit, diese Klarheit für mich geleistet habe und jetzt in der Lage bin, euch mitzunehmen. Ich nehme dich mit. Ich zeige dir das. Du kommst, du steigst langsam ein. Dein Verstand steigt langsam ein, weil der geht auf Tilt. Der sagt, schau mal, da draußen ist doch grün, du kannst doch nicht rot sehen. Du kannst doch nicht rot sehen, wenn alle grün sind. Wie kannst du dir erlauben, rot zu sehen? Und ich sehe so lange rot, bis alle rot sehen. Oder grün oder was für eine Farbe auch immer, ist ja nur ein Beispiel. Aber es geht wirklich darum, dass wir einsteigen in unsere Kraft, in unsere Macht und dass wir uns das erlauben, weil sonst bleibt die Kacke da draußen. Und das wollen wir nicht. Und wir müssen jeden Tag aufstehen und uns zu erlauben, Neues zu kreieren und nicht auf Altes zu reagieren. Und das ist so verlockend. So verlockend mit den ganzen Nachrichten, mit dem ganzen Geschwätz, mit dem ganzen Geplapper. So verlockend, diese alte, diese jetzt, die Realität als wahr anzunehmen und nicht zu verändern. Und ich möchte euch alle aufrufen, wir haben die Kraft, wir können es einfach verändern. Ohne zu schreien, ohne zu motzen, ohne uns reinzubeißen in das Unerwünschte. In Alignment, in Sync, in Abstimmung mit dem zu sein, was wir haben wollen. Unser ganzer Seinszustand darf sich verändern über das, was der jetzige, scheinbare Menschenzustand ist, müssen wir uns erheben, um Veränderung zu erschaffen. Und deswegen ist es mir so, so wichtig, dass jeder von euch hier an sich glaubt und in seine Kraft und in seine Power geht und aus dem Alten rausgeht und in das Neue sich erlaubt, reinzugehen, Schritt für Schritt, ganz, ganz tief. Ja, du kannst dich noch anmelden für die Ausbildung zum Master of Divine Healing.
Sie fängt im Selbststudium an. Ich glaube, wir haben dann zwei Coaching-Calls Ende September, einen Zertifizierungscall. Und dann kannst du das Wissen auch weitergeben. Das muss weitergegeben werden, dieses Wissen. Das wird nicht gelehrt in Schulen. Es ist scheinbar geheim, aber dennoch ist es so unsere Wahrheit, dass wir diese Kraft und dass wir diese Power haben. Und es ist jetzt dran. Wir brauchen unsere Kraft zurück, unsere Power zurück. Also melde dich an, Master of Divine Healing. Du kriegst gleich deine 6 Videos, die du im Selbststudium dir erstmal anschaust. Hinterher stellst du die Fragen, du übst, du kommst mehr und mehr in diesen Zustand, wo du einfach sagst, und ich sage, wie die Welt funktioniert, und ich sage, wie mein Körper funktioniert, und ich sage, wie schön die Dinge sind, und ich lasse mich nicht mehr beirren. Ich bin gesund, ich bin heil, und weil ich das sage, ist es so. Und ich kann dir nur versprechen, ich habe ja dieses Programm gehabt, die Frau, die alles hat. Leute, da passieren Wunder. Von Rauchentwöhnung bis finanzielle Geschenke, Freiheit, Reisen, neue Beziehungen, alles wird neu, alles wird anders, nur weil selbst sich verändert. Es ist so klasse und ich schwöre dir, es funktioniert für jeden, weil du machst es sowieso. Alles da draußen ist das, was du daraus machst, was es für dich bedeutet. Alles da draußen, was du siehst, hat die Konsequenzen, die du annimmst. Jede Person da draußen verhält sich so, wie du es erwartest. Ändere selbst, erwarte anderes. Erwarte genau das Gegenteil von dem, was du immer erwartet hast, wenn es dir nicht gefällt. Du darfst das, du darfst das. Du darfst einfach sagen, so, jetzt ist Schluss und jetzt ist es anders. Und solange du beständig bleibst bei deiner Entscheidung, werden sich die Dinge im Außen ändern. Das ist Magie, aber das ist nicht die Magie, die so wow ist für ganz spezielle Leute. Das ist die Magie, die in jedem wirkt. Und wir sind nicht gewöhnt, es so auszunutzen, dass wir die Dinge erschaffen, die wir möchten. Wir sind es einfach so gewohnt, dass wir das erschaffen, was wir befürchten. Und nachher sagen, ja, ich habe ja recht gehabt. Ich habe es ja gewusst. Ich habe es gewusst. Ich habe es vermutet. Na klar, hast du es, weil es immer so ist, wie du glaubst und wie du denkst, wie du es dir vorstellst, wie du es vermutest, wie du es befürchtest. All diese Voranzeichen, alle diese Dinge, die wir immer haben, diese Vorsorgegeschichten und aufpassen und hier, das ist genau das, was das wieder in Existenz bringt. Weil du Vorsorge hier und da und das und aufpassen und dann hast du plötzlich die Scheiße an der Backe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht belogen werde. Ich muss aufpassen, dass mir meine Freiheit nicht genommen wird. Das ist genau das, wenn du Angst davor hast, dass dir deine Freiheit genommen wird, dann wird dir deine Freiheit genommen. Aber wenn du dastehst und sagst, nichts und niemand kann mir meine Freiheit nehmen, weil ich bin frei. Ich entscheide frei. Ich entscheide frei über mich, über mein Leben, über meinen Körper, über all das entscheide nur ich. Und mir ist es scheißegal, was andere anderen entscheiden. Dann wirst du Recht behalten. Du hast immer recht. Das ist so, so wichtig, dass du das verstehst. Du hast immer recht. Also will nicht recht haben mit Sachen, die du nicht haben willst. Will nicht recht haben, dass alles schrecklich ist, dass alles den Bach runtergeht. Will doch recht haben damit, dass jetzt die Transformationsphase ist. Will doch recht haben damit, dass sich jetzt alles verändern darf. Will doch recht haben damit, dass du dein Leben frei entscheiden darfst, dass du sein darfst, wann und wo du willst, dass du Geld bekommen darfst, empfangen kannst, für was und wo du willst. Entscheide das doch. Du hast recht. Du hast recht. Du hast immer, immer recht. Ich freue mich riesig, wenn jetzt hier sich noch einige anmelden für Master of Divine Healing. Wir sind eine mega geile Truppe. Wir sind wirklich full on am Kreieren, auch jetzt schon am bewussten Kreieren. Und wie gesagt, du hast gesehen, wo ich gerade bin. Ich arbeite, siehst du, ich arbeite jetzt. Und jetzt mein nächster Schritt meiner Arbeit ist sehr eine Kite-Session zu haben, aufs Wasser zu gehen und mir hier den nächsten schönen Moment zu kreieren. Ich zeige dir hier nochmal. Saug das auf. Das ist Freiheit pur. Und warum? Weil ich so sage, weil ich so haben will, weil ich es entscheide. Also, ich wünsche euch einen Happy Day. Bye, bye.